Schönen guten Tag aus dem P3-Studio. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn wir heute über die Zukunft der Bühne im Hof in St. Pölten sprechen. Es gibt frische Ideen, es gibt einen neuen Intendanten und er ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Alexander Hauer. Schönen Nachmittag, herzlich willkommen. Sie sind ja vielen Menschen bekannt als künstlerischer Leiter der Sommerspiele in Melk, auch der Kulturwerkstatt in Melk der Tischlerei. Und ab Herbst sind Sie ja jetzt für die Bühne im Hof in St. Pölten zuständig. Jetzt kann man sagen, alle, alle guten Dinge sind drei, aber wie schaffen Sie das alles? Wie geht sich das aus? Na, ich hatte ja in Melk vorher auch noch andere Aufgaben, war bei den Internationalen Barocktagen Stift Melk mit dabei, bei Wachau in Echtzeit. Und es war so ein grundlegender Gedanke, wenn ich das aufhöre, kann man möglicherweise auch Synergien mit der Tischerei Melkulturwerkstatt und der Bühne im Hof äh, sammeln. Man kann schauen, wie man sich ergänzt, wie man vielleicht unterschiedlicher wird. Äh, und ich glaube, das geht sich recht gut aus. Äh, also ich habe keine Sorge, dass dieses Pensum derzeit zu viel wäre, weil ich arbeite einfach gern. Aber müssen Sie das irgendwie gewichten, dass Sie sagen, die Haupttätigkeit ist jetzt die Bühne im Hof? Oder? Nein, die Haupttätigkeit ist die Kunst äh, und der Inhalt. Und es gibt auf beiden Seiten ein wirklich grandioses Team. Und als Verantwortlicher muss man, glaube ich, einfach auch ein guter Netzwerker sein. Und da bringe ich doch mit 20 Jahren hier äh, in Niederösterreich arbeiten hoffentlich das eine oder andere mit. Und ich hoffe, dass ich dadurch diese Impulse setzen kann, bin aber gleichzeitig, glaube ich, wirklich auch ein, ein Teamplayer und dadurch macht es mir großen Spaß, auch dieses neue Team kennenzulernen. Was hat Sie denn gereizt an der Idee, Programm zu machen für die Bühne im Hof? Die Bühne im Hof ist einfach das erste Kleinkunsthaus in Niederösterreich, das ist klar. Und natürlich war es alleine auch in der Landeshauptstadt zu sein und hier entsprechend eben auch gesellschaftspolitische Impulse setzen zu können, einfach sehr spannend. Und es ist einfach ein sehr lockendes, gastfreundliches, lustvolles Haus. Und es ist mir insofern vielleicht auch so architektonisch auch nahe, weil es eben nicht ein klinischer Raum ist, sondern weil es auch irgendwie eine Patina hat, obwohl es strahlt. Es ist einfach aus einem Hof eben entstanden. Und eben mit diesen Künstlerinnen und Künstlern, die hier sein werden, einfach in einen guten Austausch zu gehen, in Unterhaltung zu gehen, wie ich das immer definiere, dass man sich über etwas unterhalten kann, aber auch bestes Entertainment hat. Und das mag ich und darauf freue ich mich. Und ich habe schon etwas geblättert, auch durch Ihr neues Programm. Sie starten in die Saison mit einer Dinnershow, mit einem Dinnerabend. Was erwartet uns da? Ja, ich wollte sehr bewusst nicht von oben herab arbeiten. Ich wollte eben starten, dass man irgendwie auf Augenhöhe ist und dadurch müssen die Künstlerinnen und Künstler, die hier auftreten, auch selber kellnern. Und während sie kellnern, dürfen sie singen, Artistik machen, Kabarett spielen und dergleichen. Und es ist eben eine andere Form, die ich in New York kennengelernt habe. Und es ist vielleicht so das erste, äh, persönliche Zeichen auch, dass wir, was die Bühne im Hof ja sowieso auszeichnet, aber dass hier wirklich Gastfreundschaft herrscht äh, und aber trotzdem äh, wunderbare Kunst stattfinden kann parallel. Sind Sie ein New York Begeisterter, weil Sie gesagt Nein, haben, Sie haben sich, war, sich inspirieren dort, lassen? Das klingt, das klingt jetzt äh, hochtrabender, als es ist. Äh, ich durfte einmal mitfliegen und war eben in einem Lokal, das heißt uns da das Dinner und das hat mich einfach fasziniert, das am Broadway und eben wie dann die Idee kam, wie eröffnen wir äh, und eben, dass es nicht immer belehrend ist, dass es nicht eben, wir sind die Klugen, äh, ist, war das für mich so ein, ein symbolischer Gedanke mit dem ich eigentlich jede Herbstsaison eröffnen möchte. Und müssen Sie da umbauen oder wie kann man uns das vorstellen, wenn das serviert wird, ist das eher Fingerfood oder braucht man da einen Tisch oder ist das schwierig auch von den Auflagen? Sie, Sie fragen mich Dinge. Wir werden einen neuen Sitzplan haben, ja, dass man bei Tisch essen kann und auch genießen kann und auch die Kunst genießen kann. Alles andere ist... Ich bin ja Theatermacher, äh, einfach noch im Entstehen. Wir haben einen neuen Gastronomen in der Bühne im Hof, mit dem müssen wir uns noch abstimmen. Äh, ich weiß ja gar nicht, ob alle äh, Künstlerinnen und Künstler, die auftreten, wirklich gut ein Tablett tragen können. Also insofern <laughs> werden wir das entsprechend bauen, äh, auch spontan reagieren können. Also äh, wir basteln da noch ein bisschen. Aber es wird, glaube ich, richtig schön. Sie haben auch erstmals angedacht, ein Zirkusfestival ist das gedacht eher für erwachsene eher für kinder ist das vielleicht für die ganze familie interessant ich glaube zirkus ist für alle interessant und ich muss dazu sagen ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht aus im zirkus und ich, warum das ja weil ich selber ganz selten im zirkus war aber dort immer fasziniert war davon und ich einfach gerne staunen möchte und es war so eine eigene leitlinie von mir oder für mich selber dass ich dinge mache die ich nicht schon, die ich nicht schon kann Uh, und wo ich eben mit anderen Leuten in den Dialog gehen muss. Und uh, Robin und die Miriam Witt, die das korrigiert haben, uh, haben mich da fantastisch begleitet. Und was ich beim Zirkus so spannend finde oder für mich berührend finde, ist, dass es einerseits eben, man, man, ich kann einfach staunen, es gibt Programmpunkte, da blieb mir wirklich der Mund offen. Uh, zum Beispiel Gap of 42, das sind zwei Artistinnen. Also, der Mann ist 42 Zentimeter größer als die Frau und auch 42 Kilogramm schwerer. Und da geht es darum, wie geht man auf Augenhöhe? Wie geht man miteinander um? Wann trägt die schwächere Person plötzlich die größere? Das wir sehr bewusst auch für Schulen anbieten, so im Pubertätsalter, weil ich mir denke, okay, da lernt man hingreifen, aber auch eben auf Augenhöhe sein. Und Zirkus finde ich insofern auch spannend, weil es ein Medium ist, das ohne Sprache auskommt. Und mich fasziniert in dieser Stadt auch, dass es über 100 Nationen gibt, die in St. Pölten leben. Und das Haus, vielleicht auch Zirkus, gab es immer in der Bühne im Hof auch. Also ist jetzt ja nicht neu, sondern es ist nur so ein bisschen gesammelter oder ein Schwerpunkt. Aber dass man eben auch ohne Sprache auskommen kann, das finde ich auch ein wichtiges Zeichen. Und sehr spannend klingt auch ein neuer Programmpunkt Kunst und Technologie. Was kann denn in Ihren Augen äh, digitale Kunst? Ja, wenn ich das wüsste, äh, deshalb machen wir es. Äh, ich habe mit dem äh, Markus Wintersberger und der FH St. Pölten schon in Melk zusammenarbeiten dürfen bei den Barocktagen, wo wir einen Kontrast gemacht haben zur äh, alten Musik. Und es war auch klar, dass ich mit Institutionen der Stadt einfach Kooperationen suchen möchte. Und ich staune auch dort, weil ich mich, ich bin kein digital Geborener äh, und auch damit noch nicht aufgewachsen. Und ich möchte da auch wirklich in diese Welt eintauchen. Sie werden einen Parcours machen. Es ist wirklich wie ein Ausstellungsparcours, durch den man gehen kann und diese virtuelle Welt wahrnehmen kann mit all ihren Stärken, mit auch ihrer Sinnlichkeit äh, und nicht nur ihren Gefahren, die wir ja, mit denen wir uns jetzt auch sehr bewusst auseinandersetzen, aber auch mit dieser, dieser Ästhetik und Kreativität. Also ich habe erlebt, wie diese Studentinnen die das Stift quasi digitalisiert haben und man in unterschiedlichste Räume eingetaucht ist mit der VR-Brille. Und ich bin wirklich neugierig, was entsteht, auch weil es immer ein Jahresprojekt wird. Also der Herbst ist quasi immer die Overtür oder der erste Schritt und im, äh, im Mai soll es dann immer noch den zweiten Schritt geben aus einem Studienjahr heraus. Was viele Stammgäste natürlich auch interessiert ist, welche Rolle spielt denn noch das Kabarett in der Bühne im Hof? Eine Säule. Also wenn es Kabarett hier nicht geben würde, wäre es ja vollkommen falsch. Und Kabarett ist für mich einer dieser, wie ich anfangs gesagt habe, auch Nadelstiche. Also ich möchte, wie es ja auch jetzt schon war, aber ich möchte das Kabarett weiter ernst nehmen, dass es einfach eine gesellschaftspolitische Hinterfragung ist. Das Kabarett muss uns Nadelstiche setzen, muss uns provozieren. Da gibt es wirklich ganz große Namen, die da sein werden, wie Josef Hader, Gunkel, Maschek. Leute, die hier auch verankert sind. Es wird neue Namen geben, wie Benedikt Mitmannsgruber oder Ellie Bauer. Mhm, da wollte ich gerade fragen, weil Ihre Vorgängerin hatte da ja so eine eigene Programmreihe, Jung und Saugut. Also werden Sie auch Nachwuchskünstlern? Wie ja, Sie wir, ha wir haben es nur, na, natürlich muss es auch sein, also äh, David Stockenreitner wird zum Beispiel auch mit dabei sein. Äh, wir haben es insofern eine Spur verändert, dass es nicht mehr Jung und Saugut heißt, sondern dass es Saugut am Donnerstag heißt, weil manchmal auch. Newcomer gar nicht mehr so, so jung sind oder auch manche am Donnerstag spielen, die nicht jung sind, aber sehr gut. Und insofern haben wir versucht, eine Säule zu belassen, aber sie leicht abzuändern. Und bleibt es auch in diesem Rahmen, also im, im Saal, oder braucht es da manchmal auch vielleicht eine, eine eher kleinere Bühne? Wir werden manchmal vielleicht auch sogar in der Cafeteria spielen, damit es eben diesen intimen Raum auch gibt, erst recht für für junge Künstlerinnen, dass sie einfach nicht in einem großen Raum spielen, der einfach schwer, schwierig zu füllen ist, aber dass trotzdem ein ganz intimer Austausch sein kann. Und gleichzeitig glaube ich, wo man, wo man im großen Raum danach sein muss, ist das Infotainment, wo wirklich, ich nenne es wirklich fast auch politische Bildung basieren kann und Bewusstseinsbildung über die Science-Busters, über die Staatskünstler, wo man wirklich schaut, wo leben wir am Puls der Zeit und wo müssen wir uns hinterfragen? Und wo geht musikalisch die Reise hin? Die ist, glaube ich, hoffentlich sehr vielfältig. Also wir haben da wirklich, äh, die Schicksal ist das zum Beispiel, die mit der Opus-Band hier sind. Norbert Schneider präsentiert seine neue CD. Ich freue mich aber auch sehr, dass wir gerade im Musikalischen sehr viele junge Frauen hier haben, die, ich finde, dass sie gerade in der Musik äh, jetzt einen, ein ganz großes Sprachrohr sind die Anamabo ist hier, S-Rap ist hier, es ist und die Klangkantine bei uns. Also das sind alles schon ähm, sehr, ich freue mich einfach wirklich, dass das in der Form aufgegangen ist. Gleichzeitig singt Oliver Welter von, den, von Naked Lunch äh, Schuberts Winterreise. Also wenn diese, diese Rockröhre plötzlich Schubert singt, auf, darauf freue ich mich auch. Also es ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr vielfältig. Äh, Trio Lepschi kommt und singt rund um allerheiligen äh, Friedhofslieder. Und Stefan slobetzki liest Nachrufe auf Menschen, die es nie gab. Also, das sind alles, glaube ich, sehr schöne Kombinationen, zu denen ich gerne einlade. Ein kurzer Blick noch in die Zukunft. Wie lange werden Sie denn bleiben in der Bühne im Hof und wie werden Sie das Haus in die Zukunft manövrieren? Ah, wenn das nur an mir liegen würde und welche Winde daherkommen, das wird man sehen. Äh, nein, ich darf jetzt einen Vertrag für fünf Jahre haben. Uh, und ich glaube, dass man da wirklich auch, uh, auch in Ruhe uh, einfach uh, manches wieder neu zementieren kann. Zement ist, bei, ist vielleicht gar nicht so fundamentieren kann. Uh, ja, weil, weil manches braucht auch Zeit. Man hat ja beim, im ersten Jahr auch immer so ein bisschen den Stress, was muss schon alles sein. Und man kommt dann drauf, man darf auch ein bisschen langsamer sein und das nächste erst im Frühjahr oder im nächsten Herbst präsentieren. Uh, ja, ich hoffe, dass es einfach ein, wirklich ein großer Begegnungsort bleibt, wo sich viele Menschen ihre Inspiration holen, äh, auch ihre Anregungen holen, aber auch einfach großartige sinnliche Abende verbringen können. Alexander Hauer, danke fürs Kommen. Sehr, sehr gerne. Kommen Sie auch zu uns. Ich freue mich, dass wir uns auch in der Bühne im Hof sehen werden. Gerne. Die neue Saison in der Bühne im Hof wird am 14. September starten mit einer Dinnershow und am Tag darauf mit einem Konzert von Volkshilfe. Für heute fein, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis bald und auf Wiedersehen.